Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ein neues Zeitschriften-Review zum Thema Hidden Side ist endlich Ausgabe Nummer 2 erschienen. Das Lego Hidden Side Magazin. Das gruseligste Magazin aller Zeiten wird hier oben für geworben dann. Ja, mit einem besessenen Pizzaboten als Original-Lego-Minifigur. Und hier sieht man auch, hat ein schönes T-Shirt an, ärmellos, so wie es aussieht, mit einer Pizza drauf. Hat eine Pizzaschachtel dabei, zwei Köpfe, einmal normalen, einmal besessen, so ein Basecap und er hat noch ein Beil in der Hand. Da finde ich einen Pizzaroller irgendwie cool. Gibt es einen Pizzaroller als Lego-Teil? Ich weiß gar nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wenn es eins gibt. Also ich könnte auch schreiben, wenn es keins gibt. Kommentare sind eh immer gern gesehen. So, machen wir erstmal die Figur vorsichtig ab. Bevor wir uns dann um Zeitschrift zuerst kümmern und dann natürlich auch um die Minifigur. So. Die wird wahrscheinlich eh wieder in die Geschichte eingebunden sein, so wie das bei City immer der Fall ist. Mal gucken. Wir werden sehen. So. Schwuppdiwupp. Das ist also die Figur, die gucken wir uns dann an. Dann haben wir hier das Lego Hidden Side Magazin Ausgabe 2. Zwei Poster und einen riesen Comic, 14 Seiten Angriff aus der Geisterwelt. Und dann geht es direkt los, hier gar nicht mit Werbung oder sowas, sondern direkt hier mit einer Einleitung, Gruselurlaub. Jack und Parker, ohne App, mit App, wie das aussieht. Gänsehaut-Rating, 5 von 5 Skeletten, mega gruselig. Im Inhaltsverzeichnis hier, mit der Minifigur, Pizzabote. Dann haben wir doch direkt schon den Pizzaboten. Extra, der Pizzabote, Geisterarchiv, Akte 1. Na gut, klar, letztes Mal war ja Jack drin. Jetzt ist halt der erste Geist drin. Achtung, Geistaktivität. Normal, besessen. Pizza mit Artischocke. Nicht mit Artischocken, mit Artischocke. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir die Figur doch mal auf und gucken sie uns an. Weil wenn die eh hier gerade vorgestellt wird, bei dem Beilchen noch dabei, voll scharf. Ja, das Beil auf jeden Fall, die Pizza weiß ich nicht. Kommt an, was für eine Pizza man bestellt hat, dann ist die vielleicht auch voll scharf. So, haben wir alles? Ja. Tütchen ist leer, machen wir zu. So, dann haben wir hier einmal den Pizzaboten. Genau, in seinem roten T-Shirt. Mit einem grinsenden Gesicht. Kein zweites Gesicht, aber er hat dafür auch ein anderes. Dann ein Geistergesicht. So, dann kriegt er auch sein Basecap auf. Seine Pizzaschachtel noch in die Hand. So. Und sein Hackebeil noch. So, ne? Und fertig ist der Pizzabote, der mit dem Hackebeil erstmal die Pizza zerteilt. Warum auch immer man das mit dem Hackebeil machen muss. Egal. Ja, also eine ziemlich coole Figur, vor allem hier wieder so eine Pizzafliese, das finde ich auch ziemlich cool, kann man eigentlich nie genug haben. So Pizzafliesen für irgendwelche Dekos oder so kann man dann schön als Deko-Elemente benutzen. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den Kopf runterzunehmen. Ich lege mal hier unten hin. Und stattdessen hier den besessenen Kopf, deshalb auch dieser standardbesessenen Kopf, wie man aus den anderen Sets kennt, drauf zu tun. Dann wieder eine Mütze, das Basecap auf und schon ist es ein besessener Pizzabote. Ja. Und der, die die Pizza bringt? Naja, muss ja nicht sein. Hier steht schon irgendwie, ich glaube, ich habe mir den Magen verdorben. Jo. Passiert. Vor allem, wenn man dem Kontrahenten hier begegnet. Kontrahenten? Nee. Dem. Fällt jetzt keine Bezeichnung für den Knostel da ein. Naja, egal. Und ich habe die Pizza aus der Hand genommen. So. So ist besser. Genau. Ich muss mal gucken, wie viele verschiedene Köpfe es eigentlich gibt. Besessene Köpfe. Ich glaube, da gibt es nicht so viele. 3, 4, 5. Mehr wird es da nicht geben. Ansonsten sind es ja diese standardbesessenen Köpfe. Aber trotz allem eine coole Minifigur, wie ich finde. Ja, wie gesagt, die Pizzafliese finde ich ziemlich geil. Hackebeil ist auch mal schick. Und auch so hier so ein typischer Pizzabote, der halt dann an der Haustür klingelt und die Pizza liefert. Gut. Dann haben wir das Comic Netzwerkausfall, heißt das Ganze. Der ersten Seite hier, Garnelenhütte und so Späßchen. Das ist deiner. Dann nochmal zwei Seiten Comic. Hier ist auch der Schulbus, den man ja als Set noch kennt. Dann nochmal eine Seite Comic. Weiter geht's auf Seite 12. Eine Werbung für Nickelodeon, das Geheimnis der Hunters.
Dann ein Spiel, Geisterstrudel, Hashtag schnappt das Handy. Mhm. Dann geht's mit einer Doppelseite Comic weiter. Noch eine Doppelseite Comic. Dann, weiter geht's, Seite 26. Dann haben wir erstmal Helden und Geister. Alles über Hidden Side, ein bisschen Story-mäßig, was da so dazu kommt. Dann ein Poster, hier mit den ganzen Geistern, so wie es aussieht. Dann hier Newberrys Rettung. Spencer, Jack und Parker oder umgekehrt, ich glaube Parker, Spencer, Jack, war das nicht so? Ne, Spencer ist der Hund. JB heißt die, ach mein Gott. Parker, genau, Parker heißt die, meine ich. Spencer war der Hund, Jack und JB, so rum war's. Haha. Oh, ein USB-Stick hat's am Gürtel. Hm. Dann Rückseite hier, niemand ist sicher, die ganzen Geister hier von Newberry. Dann Werbung für Togo, Wuselgusel. Dann Überfall auf Sweet Sally. Das ist dann hier der Spezialbus Geisterschreck 3000 mit 689 Lego-Teilen. Da gibt es ja auch ein Assembling von mir, gibt es ein Speedbuild, wie ich den zusammenbaue. Und dann ein bisschen mal zeige, was er so für Funktionen hat. Ein ziemlich, ziemlich cooles Modell. Hat mir richtig Spaß gemacht, das zusammenzubauen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Echt ein cooles Modell. Dann ein Rätsel. Geisterjagd. Hashtag die Geisterwelt steht Kopf. Dann was die App, die Suche, die Panne und das Finale. Dann ein Comic, und der Comic geht weiter, Netzwerkausfall Teil 3. Teil 3 des Comics, genau, geht hier weiter. Wieder nur eine Seite diesmal, dann ein Rätsel, Netzattacke, Hashtag nicht zu stoppen. Ja, auch wieder was zum Rätseln, dann wieder eine Doppelseite Comic. So ein richtig großes Bild hier in dem Comic drinne. Und dann nochmal eine Seite Comic und dann ist auch schon rum das Comic. Das Ende, Fragezeichen. Geht dann im nächsten Heft weiter. Eine Umfrage mit Gewinnspiel hier, mit Sets zu gewinnen etc. Und Vorschau auf das nächste Heft. Erscheint Nummer 3. Erscheint am 7. Dezember. Und es ist drinne Parker. Viele haben ja schon gerechnet, ich auch, dass in der zweiten Ausgabe schon Parker drin ist, nachdem Jack in der ersten drin war. Jetzt war erstmal der Pizzabote drinne, dann haben wir jetzt Parker. Mal gucken, was dann in Ausgabe 4 drin ist. Wir sind gespannt. Ah ja, und ein Handy hat sie und natürlich einen Laptop. Ist auch ein cooles Teil, habe ich noch nicht ziemlich oft, aber werde ich dann jetzt wieder einen mehr haben. Sehr, sehr cool. Ah, dann werben wir noch hier für den Disney Channel mit Miraculous. Neue Folgen am 4.11. Und schließlich noch Werbung für die Hidden Side Sets. Genau. Also, das Magazin. Dann hier der Beutel, in der diese Minifigur hier drin ist, der Pizzabote mit einem weiteren besessenen Kopf. Cool! Das also das Review von Ausgabe 2 des Lego Hidden Side Magazins. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Dann wie immer der Hinweis auf meine anderen beiden Kanäle, der Hauptkanal Lengli1013 und der Sportkanal Sports@Lengli1013. Die Links zu beiden Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei und wenn euch die Videos da gefallen, auch da gerne Daumen nach oben da lassen. Und abonnieren nicht vergessen, dann würdet ihr mich nämlich auch noch wieder ein bisschen unterstützen. Und egal welchen Kanal ihr abonniert, denkt auch dran, aktiviert die kleine Glocke, denn nur so bekommt ihr Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Dann, was ihr auch noch in der Videobeschreibung findet, ist den Link zu meinem Telegram oder Telegram-Chat bzw. Channel. Da könnt ihr gerne beitreten. Telegram ist ja sowas wie WhatsApp. Da bekommt ihr dann immer Bescheid, wenn ein neues Video online geht und könnt ein bisschen hier mit diskutieren, mitschreiben oder an Umfragen teilnehmen, Gewinnspiele etc. pp. Ja, schaut da gerne mal vorbei und lasst euch dann informieren. Ist alles natürlich kostenlos und unverbindlich. Ja. Würde ich mich freuen, wenn ihr da reinschaut und dann sehen wir uns vielleicht auch da noch. Okay, dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.